In dem heutigen Video haben wir sehr spannende News über Cardano. Zudem wird ein kleines Startup in Österreich das Bitcoin Mining zum Heizen verwenden. Und am Ende schauen wir uns nochmal den Bitcoin Chart genauer an. Zudem wollen wir uns am Ende nochmal genauer anschauen, wo wir uns aktuell mit Bitcoin befinden. Doch bevor wir ins Video starten, würde ich doch einfach sagen, dass ihr ein Like und ein Abo da lasst, damit ihr in der Zukunft auf jeden Fall benachrichtigt werdet, wenn ich etwas Neues hochlade. Zudem könnt ihr auch gerne in unsere Telegram-Gruppe beitreten, der Link ist in der Videobeschreibung. Aktuell haben wir sehr viele bullische News über Cardano. Es hat nämlich einen neuen Höchststand von 600 Millionen ADAs, die im Bereich DeFi verwendet werden. Wie ihr wisst, bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Cardano. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass dieses Projekt in der Zukunft sehr gute Anstiege erleben wird, beziehungsweise auch sehr gute Anwendungsfälle finden wird. Das Team nämlich hinter Cardano ist sehr, sehr stark. Sie arbeiten tagtäglich an ihrem Projekt weiter. Natürlich, aktuell kaufen sehr wenige Leute ADAs, weil sie nicht so sehr an dieses Projekt glauben. Wo jeder denkt, dass dieses Projekt keine guten Anstiege mehr erleben wird, decken sich große Wale mit ADAs ein, weil sie genau wissen, dass dieses Projekt in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Und aktuell haben wir auch sehr viele große Wahlbewegungen. Das Ganze könnt ihr hier sehen. Ich persönlich bin sehr, sehr bullish über Cardano und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Projekt, wie schon erwähnt, eine gute Zukunft haben wird. Zudem breitet sich auch Cardano in Richtung afrikanischer Länder, wie zum Beispiel in Kenia. Da möchten sie nämlich den Leuten die Blockchain-Technologie näher bringen und ermöglichen es ihnen auch noch, Mikrokredite aufzunehmen. Zudem haben sie auch noch in Äthiopien eine Kooperation mit dem Bildungsministerium gestartet und ermöglichen es zum Beispiel auch in Tansania, die Mobilfunk-Innovation voranzutreiben. Meiner Meinung nach werden in der Zukunft vor allem die afrikanischen Länder eine sehr, sehr wichtige Rolle im Bereich der Blockchain-Technologie bzw. generell in dem Bereich Kryptowelt spielen. Deswegen arbeiten auch sehr viele Kryptounternehmen bzw. auch Kryptoprojekte in diese Richtung und gehen zum Beispiel auch eine Kooperation mit den verschiedenen Ländern ein, um den Leuten dort die Blockchain-Technologie näher zu bringen. Und das wird in der Zukunft auch viel stärker ausgebaut werden. Aktuell befinden wir uns mit Cardano im Bereich von 30 Dollar Cent und ist meiner Meinung nach ein guter Preis, um sich mit Cardano einzudecken. Die guten Preise natürlich waren ganz hier unten bei 25 Dollar Cent, aber wir sind von diesem Bereich nicht so weit entfernt und man kann, wenn man kein Cardano besitzt, in diesen Bereichen natürlich auch einkaufen, wenn man in diesem Projekt eine gute Zukunft sieht, wie ich persönlich, und ich werde auch in diesen Bereichen nochmal Cardano nachkaufen. Ein Startup aus Österreich möchte das Bitcoin Mining zu einem Heizsystem umfunktionieren. Das Ganze soll seiner Meinung nach ein viel lukrativeres Geschäft sein, als mit Öl oder mit Gas zu heizen. Wie ihr wisst, wird beim Bitcoin Mining sehr, sehr viel Energie freigesetzt und diese Energie wird einfach in die Luft freigegeben. Und das Startup aus Österreich möchte diese Energie nutzen, um damit zu heizen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in der Zukunft mit dem Bitcoin Mining auch heizen werden. Ihr könnt euch nämlich vorstellen, dass wir irgendwann mal auch gute Preise erreichen werden und dass das Ganze auch irgendwann mal für uns lukrativ werden könnte. Ich kann mir auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass einige Leute dieses Bitcoin Mining auch zum Heizen verwenden. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem ganzen Thema haltet und ob ihr glaubt, dass das eine gute Zukunft haben wird. Aktuell befinden wir uns jetzt mit Bitcoin im Bereich von 29.500 rum und wir müssen jetzt mal schauen, ob wir in der nächsten Zeit die Trendlinie hier unten berühren werden, bevor wir einen weiteren Aufstieg erleben werden im Bereich von 34.000 oder ob wir erstmal in Richtung 34.000 hoch steigen werden und danach irgendwann mal wieder hier unten die Trendlinie berühren werden. Das Ganze werden wir natürlich in der Zukunft sehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir uns nicht lange bei der 34.000er Marke rum aufhalten werden und falls wir diese Bereiche hier brechen sollten, einen sehr, sehr starken Anstieg in Richtung 40.000 und eventuell da eine kleine Konsolidierung, bevor wir irgendwann mal hier die Trendlinie unten berühren, bis irgendwann mal der Halving stattfindet und wir einen sehr, sehr starken Anstieg erleben werden. Wahrscheinlich kennen einige von euch diesen Graphen. In dem Graphen kann man sehen, wo wir uns aktuell im Markt befinden, wo wir gerade stehen. In diesen Bereichen, zum Beispiel in den Allzeithochbereichen, da sind die Retailer am aktivsten. Da wollen die Retailer einsteigen, die wo nicht so viel Erfahrung haben. Und da verkaufen die großen Wale, die günstig im Angst- und Depressionsphasen ihre Bitcoins zum Beispiel eingekauft haben. Da verkaufen die Wale ihre günstig einkauften Bitcoins an die ganzen Retailer, um damit mit viel Geld wieder in den Angst- und Depressionsphasen günstig die Bitcoins von den ganzen Retailern abzukaufen. Meiner Meinung nach befinden wir uns aktuell in der Depressionsphase. Wie seht ihr das Ganze? Wo befinden wir uns aktuell? Schreibt mir gerne das Ganze unten in die Kommentare.
und wann wir in Richtung Disbelief, also in dieser, ich glaube nicht, dass wir aktuell steigen Phase befinden werden. Das Ganze könnte ich mir zum Beispiel genau da vorstellen, wenn wir den Halving von Bitcoin haben werden. In diesen Bereichen werden wir dieses Disbelief sehen und irgendwann mal natürlich wieder in diese Euphoriephase aufsteigen. Wenn ihr wissen wollt, wo ich meine ganzen Projekte kaufe, dann kann ich euch meinen Partner Maxi empfehlen. Ihr habt 0% Gebühren und könnt direkt ohne KYC die Projekte einkaufen. Solltet ihr jedoch den KYC doch durchführen, bekommt ihr dafür sogar den $50 Bonus und könnt das gleich auch gleich mit investieren. Dafür müsst ihr einfach nur in die Videobeschreibung gehen und euch über meinen Link in der Videobeschreibung euch anmelden und dann bekommt ihr natürlich auch diesen $50 Bonus. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Krypto Alphabet.